Bundesregierung bestätigt es. Keine Rentenerhöhung im Westen 2021. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Was wir schon vor 2 Wochen gesagt haben, jetzt wird es durch die Bundesregierung bestätigt. Es gibt im Jahr 2021 keine Rentenerhöhung für die Rentnerinnen und Rentner im Westen. Und zwar schwarz auf weiß geschrieben im Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung vom 25.11.2020. Ich will noch mal ganz kurz was zu dem Rentenversicherungsbericht sagen, ehe ich dann zum eigentlichen Kernthema komme. Die Bundesregierung ist grundsätzlich nach dem geltenden Rentenrecht verpflichtet, einmal im Jahr einen sogenannten Rentenversicherungsbericht zu schreiben. Und da werden bestimmte Informationen veröffentlicht, die auch der Gesetzgeber vorgeschrieben hat. Unter anderem muss die Bundesregierung das, was zu der Zahl der Versicherten und den Rentnern sagen, zu dem Stand der Einnahmen und der Ausgaben, der Entwicklung der Nachhaltigkeitsrücklage und der Entwicklung des Beitragssatzes. Und am 25.11. ist auch gleichzeitig der sogenannte Alterssicherungsbericht herausgekommen. Das heißt also, das ist ein spezieller Bericht der Bundesregierung, der nur alle 4 Jahre mal zu erstellen ist. Auch der ist gesetzlich vorgeschrieben, steht im § 154 Absatz 2 SGB 5 geschrieben, dass die Bundesregierung hier einen Alterssicherungsbericht machen muss. Und in diesem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung vom 25.11.2020 steht eindeutig geschrieben, dass in den Vorausberechnungen für den Bereich West ab 2021 es keine Rentenerhöhung geben wird, hingegen es im Osten in Höhe von 0,72% eine kleine Rentenerhöhung geben wird in den Vorausberechnungen. Und damit ist klar, die erste amtliche Stelle, de facto schon mit die höchste Stelle, die Bundesregierung hat genau das bestätigt, was wir vor 14 Tagen schon hier mit einem Video veröffentlicht haben, dass es keine Rentenerhöhung im Jahr 2021 für die westdeutschen Rentnerinnen und Rentner geben wird. Und die Gründe für die Nullrunde hat man jetzt auch mal offengelegt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass wegen Corona im Jahr 2020 es zu einem Rückgang in der Beschäftigung um 0,6% kommen wird und die Lohnentwicklung um minus 1% zurückgeht. Das heißt also, wir werden hier keine Lohnerhöhung haben, die für eine Rentensteigerung herangenommen werden kann. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2021 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.